Hallo und willkommen zu Bayset. Frohe Weihnacht euch. Ja, an diesem besonderen Tag habe ich mir was ganz Besonderes für euch ausgesucht. Und keine Mühen gescheut, ein Display für euch zu öffnen. Ich erzähle euch mal ein bisschen die Background-Geschichte. Und zwar habe ich tatsächlich nicht nur ein Display, sondern mehrere gekauft. Aber mittlerweile ist es halt so, dass die hier halt schon im sehr, sehr teuren Preissegment sind. Und man weiß nicht so, den Verkäufer zum Beispiel kannte ich jetzt nicht persönlich seit Jahren. Und da war ich mir so ein bisschen so, okay, sind die jetzt alle echt? Ja, nein. War halt so einer dieser kuriosen Fälle, wo jemand einfach irgendwie in der Garage einfach zig Boosterboxen findet und sonst was. Und du denkst so, okay, kauf ihm das ab oder nicht. Jedenfalls, Geschichte abgekauft, aber die Kondition gehabt, okay, wir machen einen Booster vor Ort auf. Und das haben wir dann getan. Ich habe die Folie dann aufgemacht. Tatsächlich dieses Booster hier speziell hier aufgemacht. Einfach random so aus der Mitte hier eins rausgezogen. Da war jetzt kein Holo drin, sondern hier ein Non-Holo-Detektor. Ski war noch dabei, das war recht gut. Und so war das verifiziert, dass hier das Display halt echt war, keine Fälschung, kein Gemogel, nichts. Also das war original und dann haben wir auch die anderen dann gekauft. Ja, dazu zur Hintergrundgeschichte. Die hier, die Booster, die ihr hier alle seht, das sind 12 Stück, die sind alle gewogen. Gewogen heißt, in dem Display sind 36 Booster. Davon sind 24, also die hier und die hier. Die sind alle leichte Booster, da wird kein Holo drin sein. Und in den hier, in den restlichen 12, da ist ein Holo. Das kann man hier mit so einer Feinwaage ausmessen. Und ja, so kann man hier die Non-Holos von den Holo-Boostern unterscheiden. Nochmal ein kleiner Hinweis, falls ihr hier sowas wiegt und alles, bitte, bitte gebt das immer an, wenn ihr das verkauft. Da seid ihr mal ehrlich. Sonst schadet der so ein bisschen dem Hobby ganz. Also, das war jetzt so die Hintergrundgeschichte. Jetzt für diejenigen, die noch dabei sind, der spannende Teil. Und zwar, wenn wir die hier alle öffnen. Ja, 12 Booster. Alle öffnen. Und ich würde sagen, wir fangen ja mit denen hier an. Ja, die Booster an sich, die sind halt super sauber. Der Grund, warum ich die Non-Holos nicht öffne, ist, ja, ich wollte hier so ein bisschen so Non-Holo-Mint-Booster sammeln. Und die sind halt gar nicht mehr zu bekommen. So. Daher werde ich die jetzt einfach behalten. Das ist hier Nostalgie pur, meine Freunde. Ich werde nicht diesen Trick machen, wo man das Holo dann zuletzt sieht, weil durch dieses Hin- und Herschieben da verkratzt man die Karten. Also, unser erster Booster. Wir haben hier einmal Wasserenergie. Donner. Quappo. Quappo. Quappo ist unser allererstes Holo. Ja, ich werde jetzt super vorsichtig mit denen sein, nicht wundern. Wir schauen uns auch einmal direkt an, wie ist die Kondition. Und die schaut echt super aus. So, ich habe echt nichts. Na, so eine leichte Printline. Aber minimal im Holo, Rückseite. Alles sauber. Ja, ich würde sagen, das ist hier auf jeden Fall ein 10er-Kandidat. Wunderschön, auch sehr geiles Holo-Effekt. Ja, ich werde die jetzt natürlich hier alle direkt in den Sleeve packen. Da werde ich jetzt keinen Hakel draus machen. Die
packe ich nicht mehr hier mit meinen Fingerchen an. Weiter geht's. Also, wir haben hier noch einen Frakani. Jumlob. Batum. Safkon. Topsy. Und Traumato. Trank. Nidoran. Also, das war das erste Booster. Das erste Holo. Freut mich auf jeden Fall soweit. Die Qualität von denen sieht auch gut aus. Gibt es euch aus Booster oder Displays, indem man die nämlich aufmacht. Und tatsächlich so ein Freund von mir, die hatten alle so dermaßen Printlines. Also die waren ja vielleicht höchstens PSA 9. 10er konntest du dann von vornherein ausschließen. So, ich mach das immer so besser. Ja, ich versuche das immer so möglich wenig zu schädigen. Denn es gibt ja immer Sammler, die hier diese Folien hier gerne haben wollen. Die packe ich aber jetzt zur Seite, sonst wird das zu viel. Okay. Also. Energie und Mewtwo. Sehr, 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 sehr geil. Mewtwo ist auf jeden Fall eins der wertvolleren Holos abseits der Starter. Keine Kratzer, gutes Centering, Printlines hier an der Seite. Ja, das wäre so vielleicht mehr so ein 9er Zustand. Aber alles sauber ansonsten. Hui. Okay, weiter geht's. Mewtwo. Dann haben wir noch Radikal. Dieser Knosp. Hier die Bisasam, Bisaflor, Bisasam, Bisaknosp und Glumanda, Glutexo, Shigi, Shillok. Die sind auf jeden Fall immer was wert, wenn man die hier in PSA 10 gradet. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und. Oh, ein Feuerenergie. Ist das Glurak? Ich würde Glurak ziehen wollen. Komm. Feuerenergie? Na komm, wenn das kein Zeichen ist. Feuerenergie? Nee. Simsala. Oh, kann man sich nicht beschweren. Also, Simsala unseres dritten Boosters. Sehr, sehr nice. Auch sauber. Centering. Leichte Printlights haben die ja leider alle. Das kommt man nicht so. Das sind auch. Die werden hier auf jeden Fall alle gegradet. Nice. Ja, warte, ich packe hier mal eben dieses Display hier weg. Dann stellen wir uns die mal hier alle hier hin. So, Mewtwo, du warst Nummer 2. Simsala, du warst Nummer 3. Dann haben wir hier noch einmal Energie. Kapuzzi, Rosana, Dudu, Voltball, Smogon, Sandan, Stermi und die zwei Energiekarten, die hatten wir ja schon. So. Weiter geht's. Grün. Wenn ich grün denke, dann denke ich an Wiederflor. An Rot, an Glurak und es ist Rot. Gyarados. Ah, das sieht aber gut aus.
Minimale Printlines. Boah, das ist so knapp bei diesen Karten. Wenn ich euch jetzt zum Pre-Grade geben müsste, sehr, sehr, sehr schwierig. Die Karten hier, die sind... Okay, die ist ein bisschen off-centered, aber minimal. Und diese Printlines... Ich habe Zehner gesehen, die so sind. Ich habe auch schlechtere Zehner schon gesehen. Ich habe auch schon Neuner so gesehen. Das ist... Hey, manchmal ist das so bei PSA... Na, man weiß nicht genau. Professor Eich, Apollo, Dranini, Magnetilo, Bonita, Raupi, Schicki. Ich tu mal diese Schickis hier alle raus. So, hier hin. Wir kommen zum ersten Glurak Booster, was auch immer hier passiert ist. Vielleicht haben sie gekämpft, wer weiß. Den habe ich jetzt zerstört. Also, Nummer 5. Na? Oh mein Gott. Es ist... Wow, ich habe nur rot gesehen. Glurak, es ist wohl Nona. Obwohl Nona sieht gut aus. Top. Ein sehr, sehr schönes, sauberes... Wohl Nona. Hoi, was ist denn hier? Das ist zum Glück kein Whitening. Das ist hier... Ihr seht schon, wie ich das sauber mache. Die hat ja tatsächlich mehr so Printless hinten. Trotzdem eine super saubere Karte. Das leichte Silvering an den Seiten hier. Aber kann man mit leben. So. Dann haben wir Bisa Knosp. Wie gesagt, tue ich hier zur Seite. Dann Porenta, Supertrank. Ponita, Tausch, Raupi, Mascholle und Onyx. Und was wird im letzten sein? Oh, eine Kampfenergie. Ja, der hat auf jeden Fall Printlines. Tandam. Es ist weiß. Es könnte Scharniera sein. Es ist Scharniera, okay. So. Ein Scharniera. Ja, die Teile sind so schwer zu graden. Er hat auch hier schon so eine Printline. Das ist unglaublich. Das ist eines der schwierigsten Karten in PSA 10. Ja, na, das ist eher eine 9. Hey, schade. Weiter geht's. Ab in den Sleeve. Also Neuner sind das alle. Das ist außer Frage. Ist nur die Frage hier, welche 10 werden und welche nicht. Hala, Wonyu, Bill, Glumanda. So, Glumanda, ich packe mir auch hier wieder weg. Ja, Grund, warum ich die alle wegpacke, ist, die werde ich graden. So, meine Lieben, ich mache Schnitt 1. In Schnitt 2 folgen die 6 Schönheiten her. Also, dranbleiben.